Asens Reifentemperatursensoren haben wir euch ja schon mal vorgestellt. Jetzt zeigen wir euch aktiv, wie diese funktionieren und wie es visuell darstellbar ist. Wir haben euch ja bereits in einem unserer älteren Videos die Asens Reifentemperatursensoren vorgestellt. Wir hatten viele Fragen dazu, wie man das anschließt und mit Can High, Can Low und wie verlängere ich das und so weiter. Deshalb habe ich mir gedacht, okay, ich verbaue einfach mal einen dieser Sensoren an unserem Yaris GR und ich zeige euch auch im Laufe des Videos, wie man das an der Software einstellt, programmiert. Jetzt erstmal zeige ich euch, wo der Sensor genau verbaut ist und was zu beachten ist. Und zwar, der Sensor sitzt hier in den Innenkotflügel und der sogenannten Rathausschale. Die Asens-Anleitung schreibt vor, dass gewisse Abstände eingehalten werden müssen zwischen dem Infrarotsensor und dem Reifen. Steht aber alles in den Anleitungen drin. Die findet ihr auch bei den jeweiligen Asens-Artikeln bei uns im Webshop. Ist alles hinterlegt mit Datenblatt und so weiter. In dem Fall haben wir genau 80 mm einhalten können. Das war ganz gut, deshalb auch die Einbaulage. Die Verkabelung, ja, brauche ich euch jetzt nicht großartig zeigen. Die führt hier hinter lang. Hier ist praktisch unten so ein Stopfen, da sind wir reingegangen, gehen dann unten lang im Fußraum, natürlich versteckt hinterm Teppich und so weiter, rüber. Jetzt die erste Frage. Okay, das sind ja Kannkabel. Wie kann man die denn verlängern? Weil original ist das Kabel ja nur 50 cm lang. Wir haben bewusst den Kabelsatz mit den offenen Enden gewählt. Im Prinzip kann man die problemlos verlängern. Ich persönlich rate von Löten ab. Ich nehme sogenannte, ja, wie nennt man das, Krimpverbinder, die innen drin einen Klebstoff haben und zusätzlich selbst abdichten sind, wenn man sie dann heiß macht. Das habe ich bei den Can-Kabeln verwendet, also Can High, Can Low. Den Can-Kabelsatz haben wir bei eBay bestellt. Ja. Den gibt es auch sicherlich bei anderen Händlern. Ja. Ist ja so ein gedrehtes Kabel, relativ dünn. Und Plus und Minus ist ja klar. Das Ganze ist, wie gesagt, dann bis nach drüben verlegt und an das Can-Check Generation 1. MFD 32 angeschlossen. Warum habe ich das gewählt? Und zwar gibt es folgende Problematik. Wir haben ja hier ursprünglich ein Yaris Gen 2, also Can-Check Gen 2. Das hat ja ein sogenanntes OBD-Protokoll und ein Can-Protokoll. Und wenn wir da jetzt den Asens-Sensor oder die Asens-Sensoren anschließen wollen würden, müssten wir die Firmware ändern auf praktisch Standard, weil das Display aktuell, Generation 2, kann noch nicht zwei Can-Bus-Protokolle gleichzeitig verarbeiten. Also so wurde mir das zumindest von Henrik von Can-Check erklärt. Das heißt, wir müssten jetzt hier ständig immer die Firmware switchen und die TAI oder die TRX-Files. Darauf hatte ich keinen Bock. Deshalb habe ich gesagt, okay, das Can-Check Gen 2 Display lassen wir mal in Ruhe, so wie es jetzt ist, mit AGT und Lambda-Anzeige, zusätzlich mit den Analogsensoren. Das geht halt ohne Probleme, bis zu 4. Und hier jetzt habe ich das Generation 1 MFD 32 genommen. Einfach da habe ich alles auf Can vorbereitet und umgebaut, damit das funktioniert. Umgebaut heißt natürlich einfach nur die Software am Rechner, darauf programmiert. Es gibt eine Sache, die ihr noch beachten müsst. Und zwar braucht ihr einen sogenannten CBD-Controller. Ich sage Controller dazu. Im Prinzip ist es ein Verteiler. Das heißt, ihr könnt hier bis zu 7, weil ihr braucht ja noch einen fürs Display. Ja, Can-Bus-Sensoren anschließen und am Display selbst sozusagen, da bieten wir auch so einen Steckersatz von Can-Check an, da sind 4 so eine Stecker dabei mit Terminals zum Krimpen, mit Sicherung und dann kommen die hier so praktisch, werden die so reingesteckt, ja, und dann habe ich sozusagen die Möglichkeit eben bis zu 7 Can-Check-Sensoren anzuschließen und es müssen nur 2 Anschlüsse dann sozusagen Can-High, Can-Low zum Display gehen. Wie das Ganze am Rechner mit der Can-Check Display Setup Software einzustellen ist, zeige ich euch jetzt. Wir starten die Can-Check Display Setup Software. Diesmal haben wir ein Gen 1 Display angeschlossen, einfach mal um auch was anderes zu haben. Da ist wichtig, dass Gen 1 hat immer die V3 Software drauf und Gen 2 immer die V4. Bei mir ist das Port COM 6, damit verbinden wir uns. Dann gehen wir in den TAI-Editor. Wie ihr seht, hier ist nichts hinterlegt im Display. Ich habe das extra alles leer gemacht. Jetzt ganz wichtig, auf der Asens Motorsport-Seite, wie auch im Webshop sozusagen, in den jeweiligen Asens-Sensoren, findet ihr unten unter dem Download-Bereich neben der Anleitung und anderen wichtigen Informationen auch eine DBC-Datei, also .dbc. Das ist an sich eine Textdatei, in der die Informationen zum Anlegen,
hier in dieser Software hinterlegt sind, könnt ihr dann noch die Werte ändern, zum Beispiel die Max-Werte. Ich zeige euch gleich, was ich damit meine. Im Prinzip, hier ist ja zum Beispiel der maximale Temperaturwert, ab dann mein Display zum Beispiel blinkt oder aufpoppt oder wie auch immer. In dem Fall müsste ich hier in jeden Sensor einzeln einreden und es ändern. In der TXT-Datei kann ich es mit Suchen ersetzen auf einmal machen. So, ich muss sie halt nur vorher umbenennen in eine TXT, dann mit dem Editor öffnen, ändern, wieder umbenennen in DBC und dann hier reinladen. Dezimalstellen kann man hier noch variieren und so weiter. Gehen wir ganz kurz in den erweiterten Modus, damit ich euch zeige, warum hier das anders ist als bei Analog-Sensoren. Das sind nämlich CAN-Sensoren, die funktionieren über CAN. Ihr seht hier die CAN-IDs, die sind relativ wichtig, die sind zugehörig zu der, ja, durch den Namen, ja, Rear-Rear steht für hinten rechts, also Reifentemperatur hinten rechts. Ihr könnt diesen Namen auch beliebig ändern, müsst dann das in der TXT-Datei oder hier eben manuell eben auch für alle anderen ändern, damit ihr es einheitlich habt. Warum steht hier eine 16? Das sind 16 Kanäle. Ja. Nochmal kleiner Trick, wenn ihr zum Beispiel, ja, ich sag mal, der steht jetzt Rear-Rear, wenn ihr den vorne verbauen wollt, ist überhaupt kein Problem, zum Beispiel vorne rechts. Dann müsst ihr dann einfach nur hier vorne rechts draus machen oder in der TXT-Datei dann eben das anpassen. Das geht schneller. Dann lade ich das Ganze in das Display mit Save to Display, gehe auf Widget, das ist unsere Darstellung sozusagen, die wir, ja, momentan, wie ihr seht, nichts haben am Display selbst. CAN-Check hat hier zwei schöne Widgets vorbereitet dafür. Die findet ihr, wie gesagt, in der Display-Setup-Software. Nicht wundern, mein Screen-Recorder kann euch jetzt hier leider das Auswahlmenü nicht zeigen. Aber ihr findet da den Menüpunkt Tire Temperature. Wichtig ist, was fällt euch auf? Hier steht RR und hier steht auch RR und Channel 16. So, RR wollen wir nicht haben. Wir wollen hier vorne links haben zuerst. Wie gesagt, ihr seht es jetzt gerade nicht, weil der Screen Recorder leider hier dieses Auswahlmenü nicht mit aufzeichnen kann. Ihr wählt hier einfach nur FL16 aus wie Front Left. Dann seht ihr, das hat sich geändert. Dann wichtig, Sensor Count, richtig, es sind 16 Kanäle und nicht 8. Ich könnte auch nur mit 8 arbeiten, die sind aber dann sehr ungenau. Dementsprechend wählen wir hier die 16 aus. So, hier machen wir eine vorne Front Right, also vorne rechts draus. So, machen wir auch noch die 16 Kanäle. Und dann sozusagen laden wir das Ganze in das Display rein und sind mit dem Abschnitt jetzt fertig. Wie das Ganze jetzt am Fahrzeug noch am Display selbst aussieht, zeige ich euch dann jetzt im nächsten Abschnitt. Jetzt habe ich euch ja gezeigt, wie das Ganze am Rechner zu programmieren ist. Und jetzt gucken wir uns das mal am Display an. Ganz wichtig, die AllSense-Sensoren haben immer eine Delay-Time von 60 Sekunden, bevor sie aktiv werden. Das heißt, ihr müsst eine Minute warten, bis ihr effektiv, ihr könnt schon mal hier umswitchen, das ist jetzt schon meine Übersicht, bis man effektiv sozusagen hier überhaupt dann einen Wärmewert sieht. Momentan steht hier 0,0. Also müssen wir kurz warten. Schnitt. Jetzt, die Minute ist vorum, es war die längste Minute ever. Und zwar, jetzt seht ihr, wir haben hier 23 Grad, Maximalwert waren 26 Grad. Und hier oben seht ihr auch das grüne Lämpchen, ist ganz wichtig, dieses ganz kleine hier oben, das heißt nämlich, dass ja, das ich ein... Das sieht niemand. Das ja, sieht niemand, schwöre. Okay. Ich sage nur, hier oben muss ein kleines, ganz, ganz kleines grünes Lämpchen leuchten. Dann weiß ich nämlich, das Display kriegt ein CAN-Signal, also ein Sensor sendet ein CAN-Signal, was das Display auch empfangen kann. Das ist ganz wichtig. So, ich gehe jetzt mal kurz zum Reifen vorne und werde ein bisschen meine Hände warm machen und so machen. Und dann achtet mal drauf, wie sich die Temperatur hier verändert. So, gehen wir mal. Okay, ja, gut. Jetzt hoffentlich hast du das mit drauf. So, bist du drauf? Ich bin sowas von drauf. Siehst du das? Müssten irgendwas 31 Grad oder irgendwie sowas? Ja, ja. Ja, genau. Und auch wie schnell das reagiert, ne? Ja, voll. Ja, so sieht das letztendlich aus, wenn einer der Sensoren angeschlossen ist. Wenn du natürlich alle vier hast oder zumindest zwei mindestens, dann ist das natürlich super praktisch, weil eben auf der Rennstrecke und so weiter, ihr seht halt auch über den gesamten Reifen, ist auch wichtig. Über den gesamten Reifen seht ihr sozusagen die Wärmeentwicklung. Wie ist meine Außenflanke, wie ist mein Innenbereich? Deswegen
finde ich schon für den Motorsport und Rennsport super geeignet, weil ich sag mal, wenn so ein Reifen platzt, dann ist echt worst case. Und das kann sicherlich andere Ursache haben, aber es kann auch an der Überhitzung liegen. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann gilt wie immer, schreibt in die Kommentare oder kontaktiert unseren Technik-Support. Natürlich würde ich mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann drückt den Abo-Button. Aktiviert die Glocke, denn dann werdet ihr natürlich immer rechtzeitig über die neuesten Videos informiert. Bis zum nächsten Video. Ciao.